Ja, auf der Musikmesse bin ich natürlich ganz super gern bei Roland, weil da treffe ich immer Gundi Keller, ist einer meiner absoluten Lieblingsgitarristen und ein super geiler Freund obendrein. Der spielt so geil Gitarre, dass ich echt nachts davon träume. Und bevor wir uns um die Neuheiten kümmern, würde ich sagen, Gundi, zeig uns mal was. Hau rein. Super geil, voll geil. Sag mal, du hast das neue Sachen von Boss mitgebracht heute auf der Messe. Ganze Menge, und zwar diese neuen Multidimensional Processing Pedale. Das kann man so übersetzen, dass also die Frequenzen der Gitarre in einzelne Arbeitsbereiche zerlegt werden und dort dann einfach auch frequenzmäßig unterschiedlich ausgegeben werden. Das erste Beispiel wäre dieses Adaptive Distortion, DA2 nennt sich das. Und damit bin ich in der Lage, auch komplexe Jazz-Akkorde oder Akkorde mit Sextönen so wiederzugeben, dass die sehr, sehr eindeutig auch zu erkennen sind. So, ich mache hier mal ein Beispiel. Das ist hier Major 9, 7-9 Akkord. Das macht das ja auch ein bisschen matschig. Das ist nur der Grundklang. Ja. Und jetzt schalte ich das Ding mal ein. Ja. Also wie gesagt, einzelne Frequenzen werden unterschiedlich mit Verzerrungen auch bearbeitet und deshalb kommt das auch super klar rüber. So, nächstes Beispiel, Dynamik. Hier habe ich ein Setting. Geh mit einer virtuellen Strat jetzt rein und mach sozusagen eine Kanalumschaltung über das Spielen. Und zwar so smooth, dass du es eigentlich mit einer Kanalumschaltung bei einem Verstärker gar nicht machen könntest. Das heißt, die Verzerrung reagiert auf deinen Anschlag? Reagiert absolut in einer Art und Weise, wie ich es selbst noch gar nicht kennenlernen durfte. Achtung. Das ist schon Vollverzerrung. Das ist der Hammer, oder? Wenn du ganz leise anschlägst, dann wird es richtig, richtig clean. Richtig clean. Ja. So, und als nächstes, drittes Beispiel. Ich wurde ja auch damals von diesem Van Halen-Effekt, beziehungsweise von diesem Van Halen-Virus infiziert, ne, als es rauskam. Das hat mich eigentlich umgehauen. Ich war damals noch eher Schlagzeuger und habe das gehört und habe gedacht, ey, du musst an die Gitarre ran. Und diesen Sound zu bekommen, da sind ja viele dahinterher. Ich habe jetzt hier mal ein Setting, wo ich den Adaptive Distortion als Booster benutze, also überhaupt keine Verzerrung, Ton weit runter geregelt, viele Bässe und vollen Output. Und das wäre sozusagen mein Grundsound. Das wäre es jetzt nicht wirklich. Nein. Und jetzt haue ich das Ding hier rein und dann kriegst du sowas.
Gepasst. Ja, absolut. Ist nicht immer einfach. Guck mal, die Leute klatschen schon. Du hast es geschafft. Ja, sowas kann es auch gehen. Ja, das ist schon... Also, coole Kiste. Muss man ein bisschen verstehen lernen. Nicht gleich die volle Verzerrung reindrehen. Und wie gesagt, also es wird eine andere Art von Gitarrensignalverarbeitung angeboten. Ich finde es total spannend. Okay, das nächste Teil nennt sich Multi-Overtone. Auch hier werden die Gitarrenseiten in verschiedene Frequenzbänder zerlegt und dann in der Oktave nach oben und unten prozessiert und ja, muss mal ganz kurz das Setting machen. Darfst du was erzählen? Wobei das Besondere bei dem Pedal ist ja, dass es nicht monophon ist wie die meisten Oktave, genau, sondern dass es relativ gut funktioniert mit Akkorden, also Polyphon. Ne? Absolut. Ja. Und es gibt drei Modi. Ich würde jetzt mal so eine Art ja, crunchigen Orgelsound erzeugen. Kann hier natürlich schön Drop D auf dieser Gitarre machen. Ja gut, zu der Gitarre wenden. Was Leslie-mäßiges. Genau, was wir jetzt schon hören, ist, dass die Oktave Polyphon oben drauf liegt. Genau. So, dann habe ich die Möglichkeit, das Teil auch mit der Oktave alleine zu spielen. Gehe auf Nur-Effekt-Signal, drehe Detune und Höhen komplett runter und ausgeschaltet wird es halt so klingen. Und eingeschaltet. Fast wie beim Zahnarzt, genau, ja. Kriegst du was gezogener. Also Whammy-Style, Oktave nach oben und funktioniert absolut tadellos, ohne Tracking-Probleme. Ja, genau. Ja. Das Ganze jetzt auch im Bassbereich, selbe Einstellung. Ich nehme jetzt sozusagen Bass und Oktave zur Original-Gitarre dazu. Und bisschen Direktsignal darf da auch noch sein. Vor allem matcht das nicht, wenn du mehrere Seiten auf einmal spielst. Das ist wirklich wichtig. Eben, ganz genau. Man wird jetzt untenrum keine Akkorde spielen, aber es ist trotzdem möglich. Also aber es ist halt nicht zu vergleichen mit einer normalen Oktave. Ja. So, dann haben wir hier nochmal ein kurzes Beispiel. Terra Echo, sehr spezielles Gerät. Meine Spickzettel, weil so unglaublich viele Einstellungen damit möglich sind. Und schon alleine dieses Beispiel zeigt, wo die Reise ungefähr hingeht. Ne? Thank you.
softer Anschlag macht im Grunde fast schon so eine Art Reverb-Ambience und harter Anschlag löst Filter aus. Wie so ein Tape-Echo, wie ein Tape-Echo mit Flanger, genau, oder so. Dran ja. rumdrehst, musst ja. aber nichts dran drehen. Ja. Sehr experimentell, lädt dazu ein, sphärische Klänge. Hammer, voll geil. Ja. Okay, dann haben wir noch diese Gitarre. Das könnte natürlich. Du hast so ein bisschen was verraten von mit Tuning und so. Jetzt bin ich bei Drop D, jetzt bin ich bei Humbucker, jetzt bin ich bei Single Coil virtuell. Ja. Also, das hast du alles mit der Gitarre umgestellt. Ne? Ja, also diese Gitarre ist eine konventionelle American Standard Stratocaster von Fender. Und wir hatten ja ein Mexiko-Modell die ganze Zeit im Programm. Gibt es auch nach wie vor zu kaufen. Diese Gitarre hat bessere Pickups und bessere Hardware. Und Candy Apple Red ist sowieso unbestritten eine tolle Farbe, die auch sehr widely respected sozusagen. Und diese Gitarre ist eine konventionelle Strat und ich zeige einfach mal die magnetischen Tonabnehmer. Okay, soweit sind wir erstmal bei der normalen Strat. Normale Strat, das heißt, in der Stellung N ist es auch immer normal und ganz genau. Funktioniert auch, wenn die Batterie nicht mehr funktioniert. Hier ist die Elektronik drin. Genau, ich wollte gerade sagen, wenn die Batterie ausfällt, kann man die Gitarre immer noch verwenden. Normale American Standard Strat. Genau, da geht nichts verloren. Ich benutze hier Akkus, die werden immer geladen über Nacht und damit kann man also 8 Stunden spielen. Ja, ja, man hat immer ein Ersatzkit noch dabei, also ein Gig kriegst du damit locker über die Bühne. Und wenn das Lämpchen leuchtet, alles gut. Irgendwann fängt es auch an zu blinken, sagt demnächst mal wieder an die Tankstelle und aufladen. Also das ist überhaupt nicht das Problem. Auch die Fräsung hier, die sieht größer aus, als sie ist. Eigentlich ist nur so ein kleines Kästchen drin. Ja. Und da kann man sagen, ist das die Essenz eines VG 99 eingebaut. Die besten Gitarren und die besten Tunings. Und das kann man damit machen. So. Wobei das Lustige ist ja, die Strat, die du jetzt analog gespielt hast, gibt es auch virtuell in der Gitarre. Die gibt es auch virtuell. Ja. Und da werden sich Leute fragen, ja, warum braucht ihr denn noch eine virtuelle Strat? Und das wäre wohl der Grund dafür. Kann man das einigermaßen hören? Brummt das? Ja, so gehe ich jetzt. Entschuldigung, jetzt brummt es. Jetzt brummt es aber voll. Ja. Pickups bin, Entschuldigung. Und jetzt gehe ich auf die virtuelle Strat und das Brummen ist weg, weil dieser Streifen beinhaltet 6 kleine Humbucker. Da sitzen 6 kleine Mini-Humbucker drunter und nehmen die Saiten einzeln ab. Das missverstehen viele auch. Ja, was ist denn das für ein Prinzip? Viele sagen, das ist ein MIDI-Pickup. Ja, aber jetzt haben wir mit MIDI mal gar nichts zu tun. Es war schon immer ein analoger Pickup, aber 6-fach. 6 Humbucker und die brummen halt nicht. Okay. Ja? So, das ist mal das eine, Riesenvorteil. Ich habe schon Shows gehabt, wo das Brummsignal stärker war als das Nutzsignal selbst. Ich konnte nur noch seitlich zum Publikum gerichtet spielen. Also Halle 4 vor 4-5 Jahren, das war unfassbar. Das ist der Todesstoß, ja. Du kennst es ja. Das ist der Todesstoß, ja. Wie auch immer. Richie Blackmore hat deswegen seine Gitarren oft zerdeppert, weil er Taxifunk drin hat. Viele wollen wissen, wie ist eigentlich der Unterschied zwischen einer virtuellen Strat und einer normalen Strat. Und deshalb spiele ich gerade mal ein paar Chords an. Magnetisch und jetzt virtuell. Die ist so ein bisschen crisper, hat ein bisschen mehr Bassvolumen. Hat mehr Fülle, ein bisschen, bisschen ausgehöhlter in den Mitten. Und das mache ich mir auch zunutze, wenn ich ein bisschen schlankere Strat-Sounds halt haben will. Ne? Hier kannst du es auch ganz gut hören. Magnetisch und jetzt virtuell. Schneidet ein bisschen mehr, hat etwas weniger Leistung. Könnte ich aber mit einem Trim-Potty hinten auch noch hochschrauben. Okay. Ja? So, also ganz klar. Der Hauptgrund für die virtuelle Strat ist natürlich, brummfrei zu arbeiten. Okay, was man jetzt sieht, du hast jetzt praktisch analog, hast du ja den Humbucker nicht an Bord, aber du kannst ihn virtuell dazu schalten. Ich kann nicht, aber Olli, immer langsam. Wir haben den Buchstaben T. T, aber wir sind erst bei Tele, ja genau. Ja, für Teegut, hat mir gestern gesagt. Ne? Also T für Tele.
Und ich muss also persönlich sagen, ich habe früher ein ganz befremdliches Verhältnis zu einer Telecaster gehabt. Das war für mich immer ein Vesperbrettchen. Ne? Mittlerweile muss ich sagen, das ist für mich die Haupt-Clean- und Crunch-Gitarre, weil sie dir so eine gewisse Attitüde aufzwängt, zu spielen und gewisse Sachen auch nicht zu spielen. Ja? Also absolut tolles Instrument. Und hier haben wir also die Tele in normal Neck-Position. Mittelstellung. Sehr funky. Und dann hier Twänge. So, und jetzt fragen sich viele, ja, Fünfwegschalter, was machst du in Position 5 und 1? Ne? Und da gibt es sozusagen eine Ultra-Wide Overwound Version von diesem Pickup. Also heißer, gewickelt, ne, virtuell. Das wäre normal Single Coil und hier Ultra-Wide. Es gibt Leute, die sagen, ich höre keinen Unterschied. Ne? Achtung. Also wenn du mehr drücken willst, ja, mit dem Teil, auch hier Neck Pickup und jetzt Ultra Wide. Da brezelt es halt mehr, ist jetzt für den Klang gar nicht geeignet, aber wie auch immer. Deswegen haben wir uns dazu entschieden, diesen Fünfwegschalter mit zwei zusätzlichen Soundvarianten zu belegen. So, und als nächstes kommt H für Humbucker. Da kann ich natürlich als Strat-Spieler sagen, wunderbar. Ich tue mir ein bisschen schwer mit Les Paul. Sie sind schwer, sind sperrig. Kürzere Mensur, ich greife da oftmals daneben. Ja, ich will das natürlich irgendwann auch mal erleben dürfen in dem Leben. Eine Les Paul, eine gute zu spielen, da bist du für verantwortlich. Ne? Das denke ich auch, Pflicht. Ja. Aber Les Paul spielt sich anders und ich bin einfach Strat-Lover. Ja, diese Gitarre hat eine schöne Bodykontur und ich mag das Tremolo und ich mag diese Art der Controls. Da kann ich unheimlich viel bewegen. Wie auch immer, jetzt eine Les Paul von der Strat mit voller Soße. Applaus hier, Mann! Genau. Eine Sache habe ich vergessen, liegt mir ganz am Herzen. Kennt ihr Nile Rodgers? Sagt das noch jemand was? Schick, We Are Family, David Bowie Producer oder auch Prince, die haben diese ultra clean Funk Sounds und benutzen dafür in der Regel gerne eine Tele und das würde ich ganz gerne nochmal zeigen. Also hier zurück auf Buchstabe T, Mittelstellung und es gibt Funky Olli! Alter, das groove wie die Hölle, Mann. Ja, ja, am Mittwoch sind aber Leute weggelaufen, als sie es gehört haben. Kann es auch geben. Also ja, genau. Ich fahre total drauf ab und es ist gar nicht so einfach, so einen Klang auch irgendwie herzustellen. Dafür benutze ich, wie für alle Vorführungsklänge, das GT100.
habe einen Full-Range-Preamp genommen, das heißt, er simuliert quasi eine Studiobox oder eine PA. Die Mitten stark rausgezogen, Höhen gut angehoben, ein bisschen Bassfundament noch rein und dann kriegst du tatsächlich dieses klinisch Sterile. Ja. Ja, und Tele ist dafür super gut geeignet. Genau, woran man ja gar nicht denkt, ist erstmal, die Gitarre kann auch akustische Sounds. Ja, genau. Ja. Der Olle macht Huck, du willst zum Mittag essen. Ne? Ja, ganz genau. Also akustische Sounds kann ich über den Buchstaben A anwählen und die erste auf dem 5-Weg-Schalter wäre eine Dreadnought. Ich finde so einen Kompromiss absolut brauchbar. Piezo-akustische, reelle, natürliche Gitarren klingen ja auch nicht. Nein, also jeder, der das schon mal auf der Bühne gespielt hat, weiß genau, dass steril, ganz genau. Feedback auf der Bühne, keine Effekte oftmals. Also es nervt alle nur. Und ich finde dieses Modell mit den beigefügten Resonanzen absolut klasse. Eine akustische Gitarre wird dir auch immer ein gewisses Spielgefühl auch aufzwängen. Aber ich finde es toll, auf A zu schalten, Dreadnought und gib ihm. So, das nächste Modell wäre eine Dobro. Ist ein bisschen schwierig zu spielen, weil sehr flache Saitenlage. Ja, ich spiele es trotzdem mal kurz an. Dabei müsste ich tatsächlich eine höhere Saitenlage haben. Okay, dann gibt es eine Nylon-String. Und wenn es ein bisschen esoterisch wird, bitte, ich bitte darum. Die Sitar. Drop D. Gitarre, noch eine Jazzbox, so eine ES-345. Also fünf Möglichkeiten, akustische oder akustisch ähnliche Instrumente anzuwählen. Und jetzt kommt eine andere spannende Sache. Ich bin in der Lage, virtuell die Gitarre zu verstimmen. Ja, das berühmteste oder beliebteste Open Tuning wäre? Na, Drop D oder Dead Gat, kannst du dir jetzt aussuchen. Ja. Genau, also ich würde eher sagen Drop D, weil es doch am einfachsten auch zu spielen ist. Ja. Und hier habe ich jetzt mal die Normalstimmung. Hier ist mal eine
den Strat, ne? Jetzt E-Seite gerne einen ganz so Tiefe haben, ne? Dann gibt es Open G und es ist fast schon obligatorisch, dieses Ding zu spielen. In Normalstimmung. Genau. Geht nicht. Ja. Ja, also Open G. Dann gibt es den kleinen Buchstaben D und das ist sozusagen Dadgad DAD. Relativ einfach zu lernen, weil die Stimme an sich fast schon von alleine funktioniert. Genau, bis auf einen Finger. Zeppelin, Kashmir. Absolut, ganz genau. Direkt angesagt. So, dann gibt's Groß B für Bariton oder Low B Tuning für die bösen Buben. Ich zum Beispiel kann überhaupt keine Siebenseiter-Gitarren spielen. Ich komme da durcheinander und das Griffbrett ist mir einfach zu sperrig. Ich mag das ganz gerne. Eine normale Sechsseiter-Gitarre mit sechs Mechaniken mit Low B-Satz zu bespannen. Und jetzt könnte ich also hier schön locker von auf runter zu gehen. Und jetzt auch mal eine Strat gewählt, die klingt so ein bisschen beißender auch dafür, ne? Als letztes, Achtung, einer kommt noch, und zwar die Zahl 12. Du ahnst es schon, Akustikgitarre mit... Genau, du brauchst noch das Lagerfeuer knistern. Ja, genau. Wäre doch mal was, ne? Ja, genau. Lagerfeuer in Halle 5, du. Mal ausgeschaltet, ne? Ist auch eine coole Sache, speziell bei... Studioproduktion immer wieder gerne mit aufgenommen, bleibt meistens auf den Tracks drauf. Ja. Ja, wird fast nie angefragt, aber hat so eine schöne, edle, feminine Farbe. Ja. Ja. Okay, letztes Stück. Nochmal auf Humbucker geschaltet. Ich wäre soweit durch. Ja gut, was man vielleicht noch sagen kann, ist, dass die Gitarre nicht dafür gebaut ist oder dafür gemacht ist, die Gitarren, die man schon daheim hat, zu ersetzen, sondern es geht darum, alles in einem Instrument zu haben. Das geht ja auch gar nicht. Also ich sehe mich ja sehr, sehr oft in Vorwürfen ausgesetzt, wir würden versuchen, bewährte Sachen einfach wegzudiskutieren. Das stimmt nicht, das geht nicht. Ja. Ja? Aber schon allein das Lautstärke-Problem, was wir jetzt in Zukunft auch immer verstärkter haben werden, dass die Röhrenamps mit 100 Watt nicht mehr tragbar sind. Ja. Und dass man auch zu Hause einfach einen geilen Sound haben will, rechtfertigt solche Dinge. Ich selber bin jetzt kein Digital-Fan per se, aber ich erkenne das Potenzial von diesen Sachen und mache mir die auch zunutze. Genau. Ja, und deshalb, also die letzten 2-3 Jahre war ich auf Tour mit GT10, GT100, mit Röhrenverstärker, du hast das ja im Laden auch gesehen, ne? Ja. Grandios, und lass es 10% schlechter sein. Ja? Wenn wir ständig anfangen, die Schieblehre anzulegen oder die Lupe, dann werden wir nie fertig und bewegen uns weg vom Musikmachen. Deshalb, also ich gucke immer, womit kann ich leben? Was ist bezahlbar, was ist auch tragbar von der Schlepperei her und was macht es mir als Musiker auch leicht,
die Musik zu vollstrecken. Ja. Und ich muss sagen, also hatten wir gestern auch darüber diskutiert, ich habe eine Suhr HSS-Strat schon seit 8 Jahren in den Händen und komme damit super gut zurecht, weil du kannst tremolieren und kannst die klassischen Strat-Sounds also auch ein bisschen so Gibson-artig was rausbekommen. Ich bin super verwöhnt dadurch, weil halt das viel, viel mehr Potenzial bietet. Gitarre lässt sich klasse spielen und für die meisten Sachen nehme ich jetzt lieber die. Aber das heißt nicht, dass die Instrumente, die man sich halt zugelegt hat, einfach zur Seite gelegt werden sollen. Aber geh doch mal zum Gig, ja? Irgendwo ins Spritzehaus und schlepp mal 8 Gitarren mit oder so. Nee, also ich glaube, das zahlt dir keiner mehr. Nein. Also diese Vorteile, ein Instrument zu haben, was dir so viele Möglichkeiten bietet, schnell mit einem Knopfdruck was abzurufen, ja, die sollte man einfach auch mal ein bisschen wertfrei beleuchten. Ja. Okay. Okay, ich würde sagen, die Neuheiten haben wir durch, die Pedale, die Gitarre. Da gibst du uns noch einen drauf. Einer gibt's noch. Und ich denke mal, die Leute klatschen dann auch, oder? Ja, ich denke schon. Ja, okay. So, ich würde noch mal den Booster hier ein bisschen zu Rate ziehen. Und zwar gehe ich jetzt so ein bisschen in Richtung Cream, Clapton, etwas heavier ausgelegt, aber auch wieder mit Humbucking-Gitarre. Und schön, dass ihr da wart. Ja? Und habt ihr Spaß gehabt? Okay, dann zeig's auch mal. Ja, geht doch. We'll be right back.